Triggerwarnung, Mord an einem Kind. Jeder, der schon einmal Partyurlaub auf Mallorca gemacht hat, der kennt vor allem ein Lokal am berühmt-berüchtigten Ballermann 6, nämlich den Bierkönig. Jedes Jahr zieht er tausende Touristen an, aber die wenigsten, die dort feiern, wissen, dass dem Bierkönig ein dunkles Geheimnis umgibt. Ein Dreifachmord, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Manfred Meisel wird Ende der 1940er Jahre in Erlenbach am Main geboren. Er wächst als Sohn eines Zuhändlers auf. Und Tiere werden auch als Erwachsener seine Leidenschaft und vielleicht auch der Grund für seinen brutalen Mord. In Frankfurt am Main macht er in den 70er Jahren sich als erfolgreicher Unternehmer einen Namen. Alles beginnt mit einem Imbiss, schließlich ist er dann Inhaber eines Restaurants, einer Bar und eines Hotels. Er hat ein Gespür für gewinnbringende Unternehmen und er wird als fleißiger Geschäftsmann beschrieben, aber privat soll Manfred Meisel schwierig gewesen sein. Er neigt zu Ausrastern, immer wieder beschwert sich auch seine Belegschaft über ihn. In seinen bunten Hemden fällt er zwischen den Neureichen auch in Frankfurt auf und sie beschreiben ihn herablassend als einfach oder sie nennen ihn sogar hinter seinem Rücken einen Bauern. Als Manfred 40 Jahre alt ist, lernt er in einem Frankfurter Club die gerade einmal 18-jährige Diana kennen. Sie verlieben sich ineinander und sie werden 1989 Eltern eines Sohnes namens Patrick. Und für Manfred ist es bereits das dritte Kind, zuvor wurde er zweimal Vater von kurzen Beziehungen. Gegenüber seiner Familie ist Manfred eine andere Person als die sonst überall bekannt ist. Er ist ein liebevoller Vater, er kümmert sich jeder freien Minute um seine Familie und 1990 verschlägt es Manfred Meisel mit seiner Freundin und seinem Sohn nach Mallorca. Er hat nämlich den Tipp bekommen, eine Bar auf dem Ballermann zu eröffnen. Und mit 1 Million D-Mark in 2 Koffern steigt er dann ins Flugzeug und nur kurze Zeit später hat er den Bierkönig gekauft, eine damals noch schlecht laufende Kneipe. Manfred Meisel baut den Bierkönig um und verpasst ihm das Konzept und Image, unter dem das Lokal heute noch Touristen anzieht. Eine Saison später ist der Bierkönig die beliebteste Party-Location auf der Schinkenstraße. Manfred Meisel führt eines der bekanntesten Bierlokale Europas und macht täglich einen Umsatz von 100.000 D-Mark. Bei vielen Einheimischen ist er in dieser Zeit beliebt. Zwar kann er auch nach Jahren noch kein einziges Wort Spanisch, aber er gibt ihnen Jobs. Aber die Mitarbeiter beschweren sich eben auch immer wieder über ihn. Er lässt sie 12 Stunden am Tag für einen Hungerslohn schuften. Viele halten auch die Strapazen nicht mal eine Saison durch. Und in den Jahren auf der Schinkenstraße macht er sich immer mehr Feinde. Er soll in krumme Geschäfte verwickelt sein. Er zieht den Zorn anderer Lokalbetreiber auf sich, da er die Sperrstunde ignoriert und einer seiner Kellner zeigt ihn wegen Körperverletzung an, weil sein Chef ihn geschlagen hat. Bis zum Jahr 1997 häuft sich dann die Zahl an Feinden, die Manfred Meisel hat, und somit auch die Zahl der möglichen Mörder. 1997 leben Diana, Manfred und ihr Sohn Patrick in einer herrschaftlichen Finca mit 25.000 Quadratmeter Grundstück. Und den Platz braucht Manfred vor allem für seine Vogelzucht. Er gilt als größter Papageienzüchter des Mittelmeerraums und allein 13 Angestellte kümmern sich nur um die Pflege seiner exotischen Vögel. Aber die Papageienzucht ist kein ungefährliches Hobby. Manfred Meisels Zucht ist mehrere Millionen D-Mark wert. Und der Markt wird dominiert von malaysischen Gangs und der südamerikanischen Papageienmafia, die nicht vor Gewalt zurückschreckt. Auch Manfred Meisel hat das schon zu spüren bekommen. Einmal wurde er bei einem Deal mit einem Argentinier krankenhausreif geschlagen. 5 Hunde bewachen seitdem das Anwesen. Und am Nachmittag des 11. November 1997 hat Manfred außerdem noch einen Termin mit einer Sicherheitsfirma. Er will Elite-Soldaten anstellen, die rund um die Uhr sein Haus bewachen. Und das kommt auch immer wieder bei diesem Gespräch durch, das er mit der Sicherheitsfirma führt, dass Manfred Meisel bedroht wird. Unter anderem sagt er, ich muss seit Jahren Schutzgeld zahlen, aber jetzt werden die Drohungen immer massiver.
Seine Freundin Diana ist am 11. November nicht auf Mallorca. Sie ist gerade mit dem zweiten gemeinsamen Sohn schwanger und ist 2 Tage zuvor für eine Untersuchung in die Heimat geflogen. Und nach der Geburt wollen Manfred und Diana nach 13 Jahren Beziehung dann auch endlich heiraten. Am Abend des 11. November ist Diana allerdings ungewöhnlich unruhig. Irgendwas beängstigt sie. Und es ist so, als hätte sie eine Vorahnung, welches Leid die Nacht über sie und ihren ungeborenen Sohn bringen wird. Am Abend telefoniert sie noch mit Manfred und Patrick. Diese sind auf Mallorca geblieben, weil Patrick zur Schule muss. Und auf der Insel herrscht stürmisches Wetter und es regnet in Strömen. Und in dieser Nacht hat Diana Schwierigkeiten zu schlafen. Am nächsten Morgen ruft sie um 7 Uhr bei Manfred und ihrem Sohn Patrick an. Sie will sich erkundigen, ob er pünktlich für die Schule aufgestanden ist, aber niemand geht ans Telefon. Und sie hat sofort ein ungutes Gefühl. Immer wieder ruft sie an, bis schließlich um 10 Uhr ihr Telefon klingelt und sie die schreckliche Nachricht erhält, dass Manfred und Patrick tot sind. Am Morgen des 12. November findet eine Hausangestellte 3 Leichen in der Meißel Finca. Es sind Manfred, sein Sohn und die Angestellte Claudia L., die am Abend zuvor als Tierpflegerin noch Spätschicht hatte. Und die Polizei rekonstruiert, dass mindestens 2, also eher 3 Männer am Abend des 11. November in die Finca eingedrungen sind. Sie müssen über die 1,50 Meter hohe Mauer geklettert sein. Warum die Wache die 5 Wachhunde nicht angeschlagen haben, ist unklar. Nachbarn sagen aus, dass die Hunde die gesamte Nacht still waren. Und von seitens der Polizei gibt es verschiedene Statements. Einmal, dass die Hunde betäubt wurden, dann wiederum, dass die Hunde wach waren beim Eintreffen der Polizei und dass die Hunde sie erst gar nicht aufs Grundstück ließen. Wenn das allerdings stimmt, ist es seltsam, dass die Hunde nicht bei den Mördern angeschlagen haben. Also kannten sie die Männer vielleicht? Nachdem sie sich Zugang zum Haus verschafft haben, gehen die Mörder in den ersten Stock, wo Patrick bereits schläft. Sie drücken ihm ein Kissen ins Gesicht und schießen 2 Schüsse dadurch. Der 8-Jährige ist sofort tot. Das Kissen, das entweder da war, um den Schuss zu dämpfen oder die Angreifer vor Blut zu schützen, nehmen sie mit. Und dann gehen sie runter in den Bürotrakt. Dort arbeiten Manfred und die 30-Jährige Claudia gerade Futterpläne aus. Und was sich dort im Büro abspielt, ist unklar. Claudia wird gefesselt aufgefunden, Manfred Meisel nicht. Warum eine Person gefesselt sein sollte und die andere nicht, darüber schweigt die Polizei ebenfalls. Allerdings werden unter Claudias Fingernägeln DNA-Spuren gefunden, die auf einen Kampf hindeuten. Manfred und Claudia werden jeweils mit 2 Schüssen in den Hinterkopf getötet und es gleicht einer Hinrichtung. Das blutige Kissen von Patrick lassen sie neben den Leichen liegen, bevor die Männer ungesehen flüchten können. Während Diana noch am selben Tag zurück nach Mallorca fliegt, um die Polizei zu unterstützen, die Mörder ihres Sohnes und ihres Mannes zu finden, verbreitet sich in kürzester Zeit die Nachricht des toten Bierkönigs am Ballermann. Menschen legen Blumen vor dem Lokal nieder und es gibt die ersten Gerüchte, wer für diese schreckliche Tat verantwortlich sein könnte. Hat sich Manfred Meisel mit den falschen Leuten angelegt oder war er in krumme Geschäfte verwickelt? Währenddessen untersucht die Polizei den Tatort. In einer riesigen Villa ist nichts gestohlen. Selbst die Geldbündel, die überall im Haus verteilt rumlagen, haben die Mörder nicht mitgenommen. Dass Manfred Meisel, sein Sohn und seine Angestellte ein zufälliges Opfer eines Raubüberfalls sind, scheint daher ausgeschlossen zu sein. Die Hinrichtung der 3 wirkt wie ein geplanter Mord, möglicherweise ein Auftragsmord. Ungewöhnlich ist allerdings, dass auch Manfreds Angestellte und sein Sohn getötet wurden. Wenn es sich nämlich um einen Auftragsmord an Manfred Meisel handelte, hätte es zahlreiche Möglichkeiten gegeben, ihn allein töten zu können. Warum also dieser gezielte Mord an seiner Familie? Schließlich war Patrick ja auch der Erste, der getötet wurde, noch bevor die Mörder im Haus nach Manfred Meisel suchten. Wurde Claudia L. vielleicht sogar verwechselt und fälschlicherweise für Manfreds Freundin Diana gehalten? Viele Hinweise auf die Täter gibt es in der Finca nicht. Alles, was die Polizei findet, ist ein Abdruck eines Turnschuhs, ein Haar und Hautreste, die sich unter Claudias Fingernägeln befinden. Zwar haben sie die DNA von einem der Täter,
aber es gibt keinen Treffer in der DNA-Datenbank. Deshalb ist es für die Polizei wichtig herauszufinden, wer ein Motiv haben könnte, Manfred töten zu wollen, aber Feinde und zwielichtige Verstrickungen scheint er zu viele zu haben. In den Monaten vor den Morden hatte die Polizei bereits den Bierkönig beobachtet, denn dort trafen sich auch immer wieder Männer, die unter Verdacht stehen, im Drogenhandel auf Mallorca involviert zu sein. Und immer wieder legt sich Manfred Meißel in der Vergangenheit mit Einheimischen und anderen Gastronomen an. Und auch seine millionenschwere Vogelzucht könnte Anlass eines Auftragsmordes gewesen sein. Hinzu kommt die Bedrohung, von der Manfred Meißel noch am Tag seines Mordes mit der Security-Firma sprach. Aber einen konkreten Namen oder eine Gruppe nannte er nicht. Und auch ein anderer Barbesitzer meldet sich bei der Polizei. Ein halbes Jahr vorher hatte Manfred Meißel zu ihm gesagt, da gibt es welche, die mich platt machen wollen. Erst viele Jahre nach den Morden deckt die Polizei die mafiaartigen Strukturen am Ballermann auf, die auch schon zu Zeiten von Manfred Meißel in der Schinkenstraße herrschten. 2017 wird der 72-jährige Bartolomé Kursach festgenommen, den die Presse den Paten von Mallorca nennt. Und über Jahrzehnte hat er sich in ein Imperium aus Restaurants, Diskotheken wie dem Megapark, Hotels und Fitnessstudios aufgebaut. Lange haben er und seine Leute das Geschäft am Ballermann bestimmt. Sie haben die Konkurrenz bedroht, sie haben sie zusammengeschlagen oder absichtlich in Ruin getrieben. Und das konnte Bartolomé Kursach, indem er sich ein Netz aus Korruption aufbaute. Er soll hochrangige Polizisten, Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamte bei Drogen- und Sexpartys bestochen haben, die dann seine Konkurrenz durch Razzien und Kontrollen in den Ruin getrieben haben. 2017 kommt das alles erst an die Öffentlichkeit, als Bartolomé Kursach wegen Totschlags, Erpressung, Steuerhinterziehung und Korruption festgenommen wird. Bis heute laufen immer noch weitere Ermittlungen gegen ihn. 1997, zum Zeitpunkt des Mordes an Manfred und Patrick Meißel und Claudia L., weiß die Polizei allerdings noch nichts davon, von diesen mafiösen Strukturen am Ballermann. In den Tagen nach der grausamen Tat tummeln sich dann deutsche und spanische Kamerateams vor dem Bierkönig und die spanische Polizei erhängt daher eine Informationssperre, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Aber das hindert die Presse nicht daran, ihre eigenen Vermutungen und Spekulationen aufzustellen. Diana wird an einem geheimen Ort versteckt, zum einen, um sie vor der Presse zu schützen, zum anderen aber auch, weil die Gefahr besteht, dass wirklich Manfreds gesamte Familie getötet werden sollte und sie damit immer noch im Fokus der Mörder steht. Diana sagt gegenüber der Polizei, dass sie nichts von einer Bedrohung gewusst hätte. Und auch die Männer, die sich immer wieder im Bierkönig trafen und dem örtlichen Drogenmilieu angehörten, kenne sie nicht. Hätte sie von einer akuten Bedrohung gewusst, hätte sie ihren Sohn Patrick nicht auf dieser Insel gelassen, sagt Diana dennoch gegenüber der Polizei aus. Aber dass Manfred auch in andere Geschäfte verwickelt sein musste, beweist die Polizei, als sie erneut die Finca durchsuchen. Sie finden im Zimmer von Patrick einen versteckten Safe. In ihm sind 1 Million D-Mark in 1000-Mark-Scheinen. Dass das Einnahmen aus dem Bierkönig sind, ist nahezu unwahrscheinlich, denn niemand bezahlt sein Bier mit einem 1000-D-Mark-Schein. Vielleicht war er also in Drogengeschäfte verwickelt oder in Geldwäsche. Ein bekannter Kriminalreporter auf Mallorca vermutet hingegen aber, dass dieser Dreifachmord eine Art Beziehungstat war und ein Freund oder ein enger Vertrauter hinter dieser Tat steckt. Er schreibt dazu Folgendes. Meine Meinung ist, dass es eine Person war, die Meißel sehr nah stand, die all seine Bewegungen kannte. Jemand, mit dem er Bierkönig am wenigsten gerechnet hätte. Und zu den vielen Gerüchten, die seit dem Mord die Presse bestimmen, äußert sich sein Geschäftspartner und enger Vertrauter Sven M. auf der Trauerfeier vor 300 Gästen unter Tränen, sagt er nämlich Folgendes. Freunde, die nie Freunde waren und Bekannte, die ihn nie kannten, haben sich vor Fernsehkameras gestellt mit Aussagen, die sie besser nie getan hätten. Sven M. ist zum Zeitpunkt von Manfreds Tod der Geschäftsführer vom Bierkönig und zusammen mit Manfred als Inhaber führen sie das Lokal, das mehrere Millionen Umsatz im Jahr macht. Angefangen hatte der Deutsche als Koch, aber innerhalb kürzester Zeit ist Sven im Betrieb aufgestiegen und wurde schließlich einer der engsten Vertrauten von Manfred Meißel. Er kennt das Geschäft und weiß möglicherweise auch, womit Manfred neben dem Bierkönig sein Geld verdient hat.
Nach seinem Tod kümmert er sich um den Verkauf des Bierkönigs und mehrere Monate später kommen Sven und Diana zusammen. Jahre nach dem Dreifachmord werden sie auch Eltern einer Tochter und öffnen ein gemeinsames Restaurant auf Mallorca. Trotz der Nähe zu Manfred Meise und seiner Beziehung zu Diana rückt Sven M. allerdings nicht in den Kreis der Verdächtigen. Weder von Seiten der Polizei noch von der Presse, die sonst jeden aus Manfreds Leben verdächtigen. Einige Monate nach dem Dreifachmord meldet sich dann auch zum ersten Mal eine Frau bei der Polizei, die möglicherweise mehr weiß. Andrea Budach, die mittlerweile wieder in Deutschland lebt, hatte in der Vergangenheit im Bierkönig als Tänzerin gearbeitet und sich gut mit Manfred Meise verstanden. Und als sie vom Dreifachmord in der Zeitung liest, möchte sie sofort mit der Polizei sprechen und sie reist nach Mallorca. Welche Informationen Andrea Budach aber liefern kann, darüber schweigt die Polizei bis heute. Als sie wieder in Deutschland ist, ist sie dann auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Anfang Juli 1998 fliegt Andrea dann erneut nach Mallorca, um ihren Ex-Freund Mark L. zu besuchen. Und am 3. Juli feiern die beiden zusammen noch den Geburtstag des gemeinsamen Sohnes. Mark sagt später gegenüber der Polizei aus, dass Andrea nach der Geburtstagsfeier noch ausgehen wollte. Ihr Sohn blieb dann bei ihm, aber Andrea kommt nicht wieder zurück. Erst als sie am 12. Juli 1998 nicht den Heimweg nach Deutschland antritt, erfährt Andreas Mutter, dass ihre Tochter verschwunden ist und sie schaltet dann die Polizei ein. Und sofort gibt's Gerüchte, dass Andreas Verschwinden mit ihrer Aussage zum Bierkönig-Mord zusammenhängen könnte. Hatte sie also vielleicht brisante Informationen und musste sie aus dem Weg geschafft werden? Mark L. befeuert diese Spekulation. Er sagt gegenüber der Presse, dass seine Ex-Freundin Verstrickung ins Rotlichtmilieu und in die Unterwelt gehabt hätte. Und die Polizei hält sich bedeckt zu diesen Gerüchten. Sie äußern sich nicht dazu, ob es eine mögliche Verbindung zwischen Andreas Verschwinden und dem Dreifachmord geben könnte und welche brisante Informationen Andrea für die Polizei hatte. Es wird dann lange still um das Verschwinden von Andrea Budach. Erst 2004 gelingt der Polizei dann schließlich der Durchbruch. Mark L. wird festgenommen, denn sie haben sein Telefonat abgehört. In einem Gespräch hat er nämlich einem Freund gestanden, dass er seine Ex-Freundin und Mutter seines Kindes getötet hat, sie geköpft und im Meer versenkt hat. Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich die Botschaft in Spanien und auch in Deutschland, dass der Mörder von Andrea Budach geschnappt werden konnte. Aber die Presse interessiert sich nicht nur für die Aufklärung dieser Tat, vor allem wollen sie wissen, ob Andreas Tod etwas mit dem Dreifachmord zu tun hat. In seiner Vernehmung gesteht dann schließlich Mark L., den Körper seiner Ex-Freundin zerteilt und im Meer versenkt zu haben. Allerdings hätte er sie nicht getötet. Zwischen den beiden sei es am Abend des 3. Juli 1998 zum Streit gekommen, er habe sie gepackt, sie sei unglücklich gestürzt, wobei sie sich das Genick brach und das sei ein Unfall gewesen. Und da die Leiche von Andrea nicht gefunden wird, muss die Polizei dem glauben, was Mark L. ihnen erzählt. Und somit sei es kein Mord, sondern Totschlag und dieses Delikt verjährt in Spanien nach 5 Jahren. Mark L. kommt somit frei. Er beteuert, dass er nichts mit dem Mord an Manfred Meise, seinem Sohn und seiner Angestellten zu tun gehabt hatte. Was jedoch Andrea Budach darüber wusste, bleibt ein Rätsel. 2007, 3 Jahre nach der Aufklärung des Mordes an Andrea, kommt erneut Bewegung in den Fall des Bierkönigsmords. Ein Mann wird verhaftet, den bislang niemand verdächtigt hatte. Sven M., langjähriger Begleiter und enger Vertrauter von Manfred Meise und der Freund von Diana. Die Polizei soll sein Telefon auch abgehört haben und in einem Gespräch habe er geprahlt, Manfred Meise umgebracht zu haben. Aber nach nur einem Tag wird Sven M. wieder freigelassen, denn er hätte am Telefon nur gescherzt. Er hat allerdings auch ein Alibi, was eindeutig ausschließt, dass er der Mörder gewesen sein könnte. Und erneut erlischt die Hoffnung, endlich den Mord an Manfred und Patrick Meisel und Claudia L. aufklären zu können. Was sich am Abend des 11. November 1987 abgespielt hat, ist bis heute ein Rätsel. Viele vermuten, dass die Polizei längst weiß, wer dafür verantwortlich sein soll, denn es ist ungewöhnlich, dass es kein Statement zur Aussage von Andrea Budach gibt. Möglicherweise kann den Tätern aber nicht zweifelsfrei der Doppelmord nachgewiesen werden.
Einige vermuten jedoch nach den Skandalen um diese mafiösen Strukturen von Bartolomé Cursach und seinen Verstrickungen zur Polizei, dass die Polizei vielleicht absichtlich den Mörder deckt. Dass die Täter also eines Tages gefasst werden, daran glaubt auf Mallorca jedoch mittlerweile keiner mehr.